Also, es gibt für mich drei ganz wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, es darf für den Versicherten keine Verschlechterungen geben. Das zweite ist für mich ganz entscheidend auch, die Gelder müssen im Land bleiben, die wir einzahlen, und zwar Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das dritte, es soll zu keinen Kündigungen kommen. Was ich in der ganzen Geschichte sehr schlecht finde, ist dieses Schwarz-Weiß-Malen der verschiedenen Gruppierungen. In Summe, glaube ich, war es dringend notwendig oder ist es dringend notwendig, dass wir eine Reform starten. Und die Parteien wurden in Wien nicht zuletzt deswegen gewählt, die neue Regierung, dass sie Veränderungen vornehmen, und das machen sie jetzt.